Ein Leben lang keine Schale in der Hand. Das war so ein bisschen immer der gehässige Satz aus der Nachbarschaft in Richtung der Schalke-Fans. Doch damit ist seit dem Wochenende Schluss. Die Schalker sind Meister, aufgestiegen in die Bundesliga, die Rückkehr geglückt. Und es ist wirklich Wahnsinn, was ein Tag danach, nach dem 2-1 in Nürnberg, hier auf Schalke los ist. 20.000 sind gekommen, um ihre Mannschaft zu feiern, ihre Mannschaft zu unterstützen. Und dass der Party-Marathon der letzten Tage auch Spuren hinterlassen hat, das sieht man an Gerard Asamoah und an Dakur Çulinov. Ich bin tot jetzt, wirklich. Ich kann nicht mehr. Leider gibt es morgen noch ein Treffen. Aber ich darf dann noch in der Woche gehen, dann habe ich Urlaub, dann kann ich runterkommen, glaube ich. Sie sehen dafür, dass eine lange Rückfahrt war, eigentlich sehr frisch aus. In den letzten Tagen war ja viel Party-Marathon. Wie machen Sie das? Sie sehen immer noch so gut aussehen. Bier, Regeneration. Sehr gut. Können Sie uns noch was sagen, wie das hier einfach heute für Sie ist? 20.000 Schalker, die kommen, um dieses große Ding mit Ihnen zu feiern? Es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl. Also es sind viele Leute hier und die genießen es auch, glaube ich, so viel wie wir. Mit etwas angezogener Handbremse unterwegs im Vergleich zu Çulinov und Asamoah ist Peter Knebel, der Sportvorstand der Schalke. Er hat eine gewisse Verantwortung und er ist nicht so ganz das Firebeast. Na, trotzdem genießt er diese Tage hier auf Schalke. Und er hat natürlich vieles vor, auch zusammen mit Ruven Schröder, denn er muss den Mr. X suchen. Wer wird denn nun Trainer beim FC Schalke 04, Peter Knebel? Ja, ich kann weder Mr. X noch Mr. Y bestätigen, aber ich kann bestätigen, dass Ruven Schröder und ich natürlich schon länger dran sind und dass wir immer noch in unserem zeitlichen Fahrplan sind, weil uns war wichtig, dass wir diese Saison erstens mal so gut wie möglich beenden, dass wir sie dann mit dem Aufstieg beenden und dann noch einen Spieltag vor. Das konnten wir nicht sehen, aber unser Plan war immer klar, dass wir das jetzt erstmal hier zu Ende machen. Ab morgen, wenn die Spieler in den Ferien sind, dann werden wir uns noch richtig auf dem Markt bewegen. Wie muss er denn sein, der Trainer, der in der ersten Liga dann auch zum FC Schalke passt? Naja, das ist ja immer so, dass man sagt, ja, was ist jetzt nun der ideale Trainer? Ne? Also ich glaube, wenn man sieht, was hier für Emotionen, für Kräfte sind, muss er sicher emotional sein. Er muss aber sicher nehmen können, weil ja, Schalke hat jetzt auch Niederlagen verdauen müssen. Die Kritik kommt relativ schnell. Insofern ist es auch ganz wichtig, jemanden zu haben, der auch im Wind stehen kann. Sicherlich brauchen wir einen mutigen Trainer, einer, der nach vorne spielt, weil man kann die Leute, die kann man nicht damit zufriedenstellen, hinten tief zu verteidigen. Natürlich geht das mal in einem Spiel, aber das ist auch sehr, sehr wichtig. Und er muss natürlich empathisch sein und sich auf die Menschen hier einstellen können. Und das hat Bujo vorbildlich gemacht. Also ein wenig gedulden müssen Sie sich noch hier auf Schalke, bis weißer Rauch aufsteigt, wer dann der neue Trainer hier in Gelsenkirchen wird. Aber ganz ehrlich, das ist heute völlig egal und auch in den nächsten Tagen, denn die Fans, sie wollen einfach nur feiern, sie wollen einfach nur genießen. Schalke ist zurück in der ersten Liga und das sehr, sehr eindrucksvoll.